Hallo, ich habe die Einleitung verkackt. Verdammt nochmal, das Video wird bestimmt schlecht. Vielleicht kann ich es nochmal rausreißen mit einem schönen Wort. Knorke. Ha, seht ihr? Schon ist die Laune wieder auf 100%. Und wenn nicht, dann habt ihr es nicht verdient, dieses Video zu schauen. Ihr wisst doch gar nicht, ihr wisst wahren Witz doch gar nicht zu schätzen, hä? Okay, gut, jetzt hat der Typ den Rotor ausgemacht. Ich wollte schon sagen, den ganzen Tag den Motor da laufen zu lassen, das ist ja ein bisschen uneffizient, ne? Wenn ich das so formulieren darf. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich muss eigentlich nur ein Feuerwehrauto finden, aber ich habe keine Ahnung, wo eins ist. Ich lasse mich mal hier mitten in die Stadt navigieren. Vielleicht finde ich auf dem Weg eins oder in der Nähe der Polizeistation, das kann auch sein. Kann sogar sehr gut sein, aber... Ich finde es echt blöd, dass mir das nicht auf der Karte angezeigt wird. Und noch nicht mal auf der Printkarte. Ich meine, da steht die Polizeistation drauf, aber Feuerwehr? Hä? Unnötig. Brauchst du doch gar nicht. Ich sprinte übrigens absichtlich hier lang. Weil ich erstens keine Lust habe, mir ein Fahrzeug zu cheaten. Und zweitens... Ja. Weil... Zwei Punkte besser sind als einer. Und ein Sportwagen besser als keiner. Hey, das war ich nicht. Mein Auto ist schon wieder kaputt gegangen. Ständig geht die Alarmanlage von meinem Auto an. Und die Scheibe splittert ständig von selbst auf. Unfassbar. Ich glaube, ich muss mein Auto mal wieder zur Werkstatt bringen. Ach, so lästig. Ich glaube, ich sollte es zu Schrott fahren, um mir dann mein anderes Auto zu holen. Das ist leider noch kein Schrott. Schade. Naja, das werde ich bestimmt noch erreichen. Da oben habe ich gerade das Luftschiff gesehen. Das sollte ich eigentlich auch mal wieder fliegen. Allerdings ist das so langweilig. Zumindest als Zuschauer nehme ich doch mal an, dass ich das besser lassen sollte. So. Ich halte dann mal Ausschau nach Feuerwehrautos. Hier muss es doch irgendwo... Nee, das ist nur Tankstelle. Hier muss es doch irgendwo eine Feuerwehrwache geben. Das kann doch nicht sein. Bin ich eigentlich blöd? Ich kann doch einfach ein Feuerwehrauto rufen. Hallo, this is 911. What emergency service do you require? Notarzt natürlich. Thank you. The fire department are en route to your location. Die ihr dank der NSA einfach schon kanntet oder naja. Ja. Ah, da hinten. Ich werde die Mann in diesem Auto dann mal freundlich darum bitten, ihr Fahrzeug zu verlassen, da ich es dringender brauche. Für andere Zwecke als zur Brandbekämpfung. Hallo? Hey, warum steigst du nicht aus? Dann sorge ich halt dafür, dass du aussteigst. Eigentlich tun die mir auch wieder mega leid. Die Feuerwehrmänner... Weißt du, du erledigst nur deinen Job. Auf einmal klaut so ein Verrückter dein Feuerwehrauto. Ich habe voll Mitleid mit denen. Ich habe mich immer noch nicht in die Lage von Trevor reinversetzt. Ich glaube, ich muss noch ein paar Folgen aufnehmen. Das gibt's ja wohl nicht. So.
Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Fahre ich schon in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Ich parke es mal hier, das Auto. Das wird bestimmt niemand bemerken. Oh. Nein, 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 bitte. Bemerk mich nicht. Bemerk mich nicht. Ja. Sehr gut. Das war echt knapp. Nebenbei gesagt. So. Bin ich jetzt... Ach, nee. Ich bin nicht mal sicher, ob ich das mit Franklin jetzt überhaupt machen kann. Trevor ist doch gar nicht Teil dieser Mission gewesen. Ich habe völlig sinnlos ein Feuerwehrauto mit Trevor geklaut. Super toll. Mega. Wenigstens habe ich rausgefunden, wie es geht. So, okay, Franklin ist Teil dieser Mission, hat gerade gebügelt, als Teil seiner häuslichen Pflichten. Den Hund vernachlässige ich jetzt mal wieder ein wenig, der kann sich ja selbst beschäftigen. Ich meine, hat er nicht umsonst so ein großes Haus zur Verfügung? Ich glaube, aus diesem Auto sollte ich wieder aussteigen, denn ich rufe ja sowieso jetzt die Feuerwehr an. Die ich im Übrigen unter Kontakte habe, statt 911 einzugeben. This is 911. What emergency service do you require? Thank you. The fire department are en route to your location. Mittlerweile muss ich nur sogar nicht mal was sagen. Stell dir vor, du rufst so Polizei an. Auf einmal sagen die, ja, danke für die nicht gegebene Information. Ein Polizeiauto ist auf dem Weg zu ihnen. Okay. Mein Headset drückt ein bisschen. Scheiß Ohren. Also, dass die schon jetzt schmerzen. Deswegen trage ich eigentlich ungern Headsets, aber beim Zocken ist das Ding ist einfach nur geil. Naja. Ah. Hilfe, Hilfe! Hilfe, es brennt! Hier, zu Hilfe, zu Hilfe! Zu Hilfe! Hier brennt es! Anhalten! Nein! Ah. Aua! Ihr habt mir wehgetan! Jetzt muss ich euch leider das Auto wegnehmen. Tut mir echt leid wieder. Es tut mir jedes Mal leid. Ich glaube, ich sollte nicht so oft Sachen klauen hier. Ich bin noch nicht bereit dafür. Ach ja, genau, was ich gerade sagen wollte. Es ist... Ich soll die Cops abschütteln und fahre direkt drauf zu. Intelligent wie immer. Vielleicht falle ich ja nicht auf. Scheiße. Ich glaube, das Auto ist etwas zu rot. Gibt's hier irgendwo eine Einfahrt, wo ich rein kann? Gibt's offenbar nicht. Das heißt wohl, dass ich fliehen muss. Naja, zurück zur ursprünglichen Frage. Kann man eigentlich die Polizei auch, die Feuerwehr auch... Schon wieder Polizei und Feuerwehr. Ja, ich glaube, das ändert sich nie. Kann man die Feuerwehr eigentlich auch rufen, wenn wirklich ein Brand ist? Müsste man mal ausprobieren. Ich müsste mal einen Brand irgendwo legen oder so. Und dann die Feuerwehr anrufen und mal schauen, ob die wirklich Feuer löschen. Oder ob die einfach nur kommen, um sich dann das Auto klauen zu lassen. Das wäre interessant zu wissen. Denn wenn das so wäre, dass sie wirklich Feuer löschen, dann hat das sogar einen Zweck, dass man die anrufen kann.
Außer natürlich zur Beschaffung eines Feuerwehrautos. Sorry. Ah, und um das zu tun, ich versuche die ganze Zeit irgendwie den Strahl da anzuschalten. Aber ich habe L1 nicht gedrückt, weil ich dachte, dass Trevor dann aus dem Fenster schießt und ich habe keinen Bock, nochmal von der Polizei verfolgt zu werden. Zumal ein gestohlener Feuerwehrwagen in dieser Stadt, glaube ich, nicht so häufig vorkommt. Und ein Typ mit Halbglatze, der an einem Feuerwehrwagen alleine sitzt, relativ easy zu erkennen wäre. Und trotz der diversen Grammatikfehler, die ich in diesem Satz wieder begangen habe, vermutlich lasse ich mich nicht lumpen und steige aus dem Feuerwehrwagen. Und ich habe vergessen, dass wir nicht Trevor sind, sondern Franklin. Dann meinetwegen ein Typ ohne Halbglatze. Tut mir leid, Franklin. Ich wollte nicht Schwarzer sagen. Das wäre ja rassistisch. Obwohl die sich selber so nennen. Die dürfen es nicht. Hey, Lester, man. The fire truck's around the back of your factory. Good, good. Well, that's everything. I just need to show Michael something, and then this job is a go. Überall nur so hässliche Autos. Ich meine, die dürfen zu sich gegenseitig Nigger sagen und so, aber also so hellhäutige Menschen dürfen das nicht, oder was? Finde ich voll komisch irgendwie. Also ich kann es nicht verstehen. So, also das meine ich ernst. Ich kann es nicht verstehen, ich weiß nicht warum. Macht irgendwie keinen Sinn. Naja. Auf zu Michael. Ich habe irgendwie Bock auf diesen Überfall oder was auch immer wir tun wollen. Geld verdienen eben. Ist schon etwas länger her, dass wir den Hausmeister da beklaut haben. Oder dass er uns freiwillig seine Zugangskarte gegeben hat, meinetwegen. Oh man, that's better. Vor allem den Becher einfach so hinzuwerfen. Hallo, Umweltschutz, Alter. Das ist voll gar nicht grün und so, ey. Hallo. Oh, ich hab gesehen, mein Auto steht da vorne. Du kannst deins wieder haben. So. Denken wir uns etwas Lustiges aus, was man die Fahrt über sagen kann. Singen wir ein Liedchen? Mir fällt gerade keins ein. I could lift you up. Ich weiß den Text nicht mehr. Von Safe and Sound. Ist ein schönes Lied. Weiß ich gerade von irgendeinem Lied? Den Text? Nö. Außer Call Me Maybe natürlich die erste Strophe. Aber das habe ich schon zu oft gemacht. Das ist schon langweilig. Nö. Egal, vielleicht fällt mir später noch was ein. Ich werde jetzt allerdings auch nicht googeln, weil dafür habe ich für meinen Geschmack zu wenig Hände frei. Wo ist das jetzt eigentlich? Wo fahre ich eigentlich gerade hin? Warum setze ich mir keinen Wegpunkt? Wahrscheinlich, weil ich die Herausforderung gesucht habe, mein Ziel mal ohne Navi zu finden, aber... Naja, scheiß drauf. Wenn es schon mal eingebaut ist, kann man es ja auch nutzen. Ich kann mich später immer noch darüber ärgern, wenn ich mal ein Auto habe ohne Navi. In diesem Spiel natürlich. Aber ich glaube, das wird nicht vorkommen. Das ist der Vorteil von Videospielen. Sie können es einem immer recht machen.
Aber diese Gegend kommt mir jetzt auch schon lange bekannt vor. Ich habe schon wieder vergessen, warum wir die Textilfabrik überhaupt haben. Ich glaube, die hat Lester einfach so mal als Organisationspunkt ausgewählt. Naja. Kann mir recht sein. Lester ist ja bekanntlich gut im Organisieren. Zumindest gut genug, dass wir bisher alle Überfälle geschafft haben. Ach, lauf doch alleine weiter, komm. Hey, how you doing? Ah, pretty good, under the circumstances. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No. We'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Hm. Mir egal, ob der zu viel rumheult. Hauptsache, wir schaffen den Job und kriegen Geld. Hm. Vielleicht hätte ich mir ein billiges Auto klauen sollen. Hausmeister haben doch nicht so viel Geld. Das kommt bestimmt unrealistisch. So. Aber Hausmeister sind für gewöhnlich blöd. Das heißt, ich fahre mal auf der falschen Spur. Linksabbieger. Hey, Em. Em, I'm about to clock in at the Bureau. Reach out to Walsh and McCreary and wait on my signal. I hear you, dog. Hey, look, me, the professional, and the not-so-professional will be in the fire truck waiting for you. Ich nehme zurück, dass Hausmeister blöd sind. Einige Hausmeister sind blöd. Viele sind korrekt. So, ich hoffe, ich habe niemanden angegriffen. Also, psychisch. Physikalisch würde ich das schon eher noch weniger machen. Ich habe keinerlei Bedürfnis, Hausmeister zu schlagen. Ich bin ja hier jetzt gerade einer. Is it your first day? Go through the turnstile and head up. Drehkreuz. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Ich beschwere mich hier öffentlich über meinen Job. Die finden das geil. Vielleicht sollte ich mich dann auch noch über deren Job beschweren, dass sie ihre Arbeit offenbar nicht richtig machen. Und einen Ganoven hier reinlassen. Hol dir den Mob. Schreibt man Mob mit 2P oder... Ich weiß gar nicht. Naja. Warum lässt man Hausmeister eigentlich so in solche komplizierten Bereiche rein? Ah, dirty. Mensch, ist das interaktiv? Das macht so viel Spaß.
There you go. Fällt nicht auf, ne? Genau, hier sind bestimmt keine Überwachungskameras. Hey Sir, ich würde aus dem Gebäude... Oh, falscher Raum. Ich würde an Ihrer Stelle verschwinden. Hier explodiert gleich alles. Das ist so eine Vermutung. So. Wie stelle ich den nochmal ab? Ach so. Offenbar kann ich mir keine Stelle aussuchen, wo ich den abstelle. Das ist so spannend. Ich will es ewig tun. Nein, kann ich den einmal nicht... Okay, mitnehmen. Wie wär's mit einer kleinen Geschichte? Es war einmal ein Hausmeister. Der hat Flecken gewischt. Dann wurde er entlassen. Nach der Entlassung war er ganz böse, weil er hatte keinen Job mehr, um seine Familie zu ernähren. Die Familie bestand aus dem Hausmeister und den Kakerlaken, die in seiner Dreckswohnung lebten. Dann beschloss er, die Dreckswohnung aufzugeben, denn dann hätte er nur noch sich zu ernähren. Als er dann auf der Straße lebte, hat er gemerkt, dass er obdachlos war. Und dann bekam er gar keinen Job mehr. Ende. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ich muss jedes Mal fast weinen, wenn ich sie mir selbst erzähle. Ich meine, so herzzerreißend. Der arme Hausmeister. Gut, es gibt noch eine alternative Version, wo er am Ende stirbt. Aber die ist wirklich nur für die Hardcore-Typen, die keinen Schmerz kennen. Das war schon gerade zu emotional für mich. Naja. Weg mit Emotionen. Hallo? Ach so, wir können den Eimer natürlich nicht mitnehmen. Wir tun jetzt so, als ob wir ohne den Wassereimer nur mit dem Mob einfach aufs Klo gehen. Gleich kommt bestimmt eine Zwischensequenz, in der die Explosion gezeigt wird. Und in der setzt sich genau in dem Moment, wo die Bombe explodiert, jemand aufs Klo. Das wäre ein GTA-Moment. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Naja. Das waren dann wohl alle Flecken für heute. Wir haben auf dem Flur sauber gemacht, aber nicht auf dem Klo. Denn bekanntermaßen ist es auf dem Flur ja am dreckigsten. Another janitor? Was the last one a heart attack or a budget cut? Andererseits, auf dem Klo in so einer Firma kann es tatsächlich teilweise sauberer sein als auf dem Flur. Nur das Wasser würde ich nächstes Mal auswechseln. Gut, naja, ich glaube aber auch nicht, dass ich hier jemals wieder sauber machen werde. Schließlich habe ich eine halbe Stunde gearbeitet. Der Job ist scheiße, ich kündige. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich renne. Wenn ich jetzt anfange zu rennen, dann werden die bestimmt Verdacht schöpfen. Habe ich keinen Bock drauf. Hallo. Ich habe nur zwei Bomben gelegt, aber ich habe auch sauber gemacht. Tschüss. Hey, so we're all leaving in a minute. Die lassen einfach in so ein richtig wichtiges Gebäude irgendeinen so Typen rein, der sagt, ja, ich bin der neue Hausmeister. Wenn das wirklich so wäre, dann weiß ich schon, was viele Leute nach dem Genuss dieses Spiels in den USA tun werden. Sich als Hausmeister bewerben. Hey, charge is set. I'm out of the building. Natürlich böse Menschen. Damit meine ich böse Menschen. Hey, dog, we right around the corner. We got your gear in here with us. Shit's in motion, people. We raiding the bureau. Y'all ready for this? I'm ready for anything. So. Detonate the incendiaries, Frank.
I'll get this turnout gear on. Zünden. Löschen, löschen, löschen. Yep. We'll be the only idiots running into that burning mess. But don't worry. Alright, let's get in there. Place is so fake, man. Keine Sorge, meine Herren. Alle im Anzug. Ich frage mich, wie die Verbrecher bekämpfen wollen. Wenn die kaum Außendienstler haben. Naja, gut. Vielleicht sind die alle undercover. Fahren wir mit dem Aufzug. Alright, Lester says these elevators should still be fine. Was he on that industrial strip painkillers or that hallucinatory weed at the time? Yeah, probably a little bit of both. Cool, dog. Thanks for clearing that shit up. We gotta go across. Take the stairs to the top floor. Alright, we're going across to the far stairwell and up to the top floor. Ich tue einfach mal, was die anderen tun. Stairs are here. We take them up to 53. Keep going. Almost at the top. Das Gute ist, wenn ich den Stick gerade ausgedrückt halte und X gedrückt halte, dann läuft er ganz allein die Treppen hoch. Das ist schön. Und der überholt sogar noch alle. Hey, wollten wir nicht das Feuer bekämpfen? Wir sind da gar keine richtigen Feuerwehrmänner. Das Richtige? Oh. Was passiert eigentlich, wenn wir das Feuer jetzt wirklich nicht löschen? Dann müsste doch das flammende Inferno uns alle... Überhaupt nicht baufällig, das Gebäude. Ich habe irgendwie schon fast geahnt, dass Welch sterben würde. Wenigstens nicht Packy. Warum sind die hier oben? Was trauen die sich hier rein?
just see the building burn. Nein. Na gut. Dann bewertet mal die heutige Folge. Und ich beende die Folge hier. Warte, wir haben schon 30 Minuten. Mensch, sei zufrieden, los. Und morgen probieren wir es nochmal. Komm, kann ja nicht so schwierig sein. Außer wir verlieren nochmal. Dann war es offenbar doch schwierig. Aber das ist ja noch Zukunftsvision. Sagen wir mal Zukunftsalbtraum. Er soll nämlich nicht passieren. Es soll alles gut werden. Außer bei Welch, von dem ich nicht mal mehr genau weiß, wie wir ihn und wo wir ihn kennengelernt haben, da ich sonst bestimmt traurig wäre, ihn verloren zu haben, weil er war ja so ein guter Charakter. Ich habe ihn so gern gehabt, er hat die Story zu dem gemacht, was sie ist. Aber wenigstens ist Perky nicht tot. Das ist gut. Also, bis morgen.